Liebe Kulturinteressierte aus dem Oberthurgau und der ganzen Welt, herzlich willkommen zum Blog Amriswil – Leben mit Kultur. Das Jahr 2016 ist ein paar Tage alt und schon warten die ersten kulturellen Highlights auf uns. Am Freitag, 8. Januar, am Viertel ab 8, kommen zwei Pantomime mit Weltformat ins Kulturforum Amriswil. Der deutsche Zauberkünstler Wolfram von Bodecker und der Alexander Neander aus Paris sind auf Welttournee und haben dann vor 20 Jahren ein Duo gegründet. Ihr Bildtheater ist voll Magie und feinstem Humor. Ein Genuss für Liebhaber von der Pantomime. Wer vor dem Freitagabend schon online schmunzeln will, kann unten den Link anklicken oder auf der Seite vom Kulturforum einen Kurzfilm anschauen. Das zweite Highlight gibt es auch im Kulturforum, einen Tag später. Am Samstag, 9. Januar, am Nachmittag um 16:30 gibt es gepflegtes Kleintheater, nicht nur für die Kleinen, sondern für alle Menschen ab 5 Jahren. Die Geschichte handelt von Simon und seinem Hund am Monti. Diesen beiden ist langweilig, darum wühlen sie in den Kleiderkisten und verkleiden sich. Hinter dem Puppenspiel stecken der Oberthurgauer Schauspieler Simon Engele und seine Frau, die Puppenspielerin Rahel Wolgensinger. Der Simon Engele ist vielen bekannt als Musiker bei A Little Green. Als Schauspieler hat er letztes Jahr am Seeburg-Theater zu Kreuzlingen bei Romeo und Julia auf dem Lande überzeugt. Seine Rolle? Der schwarze Giger. Ganz so tragisch ist die Geschichte von Monty nicht. Im Gegenteil. Rahel Wolgensinger und der Simon Engele thematisieren in dem Kinderstück für die ganze Familie auf humorvolle Art und Weise die Freude am Theater spielen. Was sonst kulturell ansläuft, Amriswil, erfahren Sie unten mit einem Klick auf den Link und im Veranstaltungskalender der Stadt Amriswil. Ich wünsche viel Vergnügen.